بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. This is unsere 19. Sitzung in diesem Monat. Wir haben viele Namen behandelt. Letztes Mal haben wir über Salam geredet. Salam. Allah ist Salam. الملك القدوس السلام المؤمن. Salam. Salam, wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist frei von Mängeln und Fehlern. Das ist die Bedeutung von Tasbih. Das ist die Bedeutung von Tasbih und das ist die Bedeutung von Al-Quddus. Quddus. Und das ist die Bedeutung auch von Al-Mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala ist frei von Mängeln und Fehlern. Und Allah ist vollkommen. Also Allah ist As-Salam in sein Wesen und er gibt As-Salam in seine Tat. Der Prophet sagt, Allahumma anta As-Salam wa minka As-Salam, du bist As-Salam und von dir kommt As-Salam. Deshalb die Grundlage der Bedeutung von As-Salam, von dieser Si-Lam Al-Mim, das ist frei sein von, beri, frei sein von. Paradies wurde auch Darus Salam genannt, weil sie ist vollkommen und frei von Mängel. Sie ist vollkommen. In Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt die Diener, Ibad al-Rahman, die Diener von al-Rahman, und wenn sie vorbeilaufen, an Unwissenden, die sagen Salam, Salam. Also bedeutet nicht Begrüßung hier. Also wir sind frei von diesen Sachen, was er sagt. Diese leere Gerede, wir sind frei davon. Salam. Also Salam ist frei von. Allah ist Salam. Man kann Allah subhanahu wa ta'ala dienen mit diesem Namen. Salam. Das ist ein Tasbih. Das bedeutet von ein Tasbih. Heute reden wir über seinen Namen Al-Awwal, der Erste. Also der Erste kommt immer mit der Letzte. Er ist der Erste und der Letzte. Der Offenbare und der Verborgene und er weiß über alles Bescheid. Das ist in Surat Al-Hadid, Ayah 3, Allah subhanahu wa ta'ala, er nennt sich Al-Awwal. Ist der Erste. Prophet Sallallahu sagt, auch erwähnt diesen Namen, Tal-Awwal wal-Akhir, Al-Zahir wal-Batin. Allah ist der Erste in Bezug auf Zeit. Das ist eine Umfassenheit in Bezug auf Zeit. Vor ihm war niemand. Allah ist der Erste. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Kind, hat auch kein Vater. Kein Großvater, Großeltern.
Allah subhanahu wa ta'ala is de ergste in bezug op tijd. De mens had aanvang. Alles wat du ziet had aanvang. Deshalb alles is geschöpfe. Die Welt, de Herr der Welten. Deshalb diejenigen, die sagen, dass Materie hat kein Ende, das bedeutet, sie glauben nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erste ist. Dass Allah der Schöpfer ist. Und er ist der Letzte, auch in Bezug auf Zeit. Der Mensch hat ein Ende. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Letzte. In Bezug auf das Wissen, das zeigt dir auch, wie umfassend das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat alles gewusst von Anfang, weil er der Schöpfer ist. Und er weiß alles, was kommt. Das ist auch eine Umfassenheit in Bezug auf Wissen. Deshalb die Gelehrten sagen, dass diese vier Namen, der erste, letzte, offenbare, verborgene, sind die Säulen vom Wissen. Und der erste bedeutet, dass jede Art Wohltat stammt von ihm. Alles stammt von ihm. Jede Art Wohltat, die du hast, stammt von ihm, hat einen Anfang. Und diese Wohltat hat ein Ende. Deshalb, das nimmst du von seinem Namen, der Erste und Letzte. Das bedeutet, alles hat ein Ende. Diese Wohltat hat einen Anfang und ein Ende. Der Mensch, der, wenn er klein ist, er wächst auf. Also er wird groß, er will groß werden. Aber dieser Wunsch, was er hat, das ist der Grund sein Tod. Jede Sache in der Welt enthält der Mittel ihrer Ende. Jede Sache, alles was du siehst, das Essen, das Trinken, alles wird verdorben. Der Mensch auch, der alles, die Welt, alles. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, der Erste und Letzte. In Bezug auf Zeit, in Bezug auf Wissen, in Bezug auf was er gibt, Ni'ma, die Wohltat, was Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und er ist der Offenbare und der Verborgene. Deshalb, die Gelehrten, die haben gesagt, dass diese vier Namen sind die Säulen des Wissens, weil Allah am Ende sagt, und er ist über alles Bescheid. Allah ist der Offenbare, und der Verborgene. Allah subhanahu wa ta'ala ist über seine Geschöpfe. Das ist eine Bedeutung. Und manche Gelehrten sagen, der Offenbare, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat viele Beweise gestellt für seine Existenz, sein Tawhid, seine Vollkommenheit. Viele Beweise. Braucht kein Allah subhanahu wa ta'ala, die Beweise seiner Existenz und Tawhid sind deutlich, sind sichtbar. Deshalb Allah, man soll gar nicht Beweise führen, diskutieren über das Thema, weil die Beweise sind deutlich. Deshalb der Beduin wurde gefragt über die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, dass die Spuren von Kamel zeigen, dass der Kamel ist von hier gelaufen. Also der Kamel war hier. Diese Spuren zeigen, dass er da war. Und die Geschöpfe von Allah subhanahu wa ta'ala und alles, was hängt an dieser Schöpfung, die Schönheit, die Weisheit, das Wissen, dieser Perfektsein, diese Gewaltigkeit, groß, die verschiedenen Farben, die verschiedenen Arten, die verschiedenen Sorten sind Beweis für die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb gab die Frage, kann man die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala ohne Offenbarung feststellen? Die Gelehrten haben darüber diskutiert, diese Frage. Kann man die Namen und Eigenschaften feststellen ohne Offenbarung?
Jetzt, du liest im Offenbarung die erste, letzte und viele Namen liest du von Allah subhanahu wa ta'ala, auch im Sunnah. Aber da kann der Verstand das alles feststellen. Der Verstand, er kann alles umfassend, allgemein feststellen. Aber nicht im Detail. Zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Namen Khaliq, Khalaq, der Schöpfer, kann man feststellen. Woher? Du siehst, es gibt Schöpfung, bedeutet, es gibt Schöpfer. Und du kannst auch den Namen allweise feststellen. Du siehst, wie perfekt das alles ist. Jede Sache in ihrer passenden Stelle. Jamil, der Schöne, kannst du auch sehen. Du siehst die Schönheit, die Spuren der Schönheit. Du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist schön. Die Spuren der Barmherzigkeit, du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala ist ar-Rahman ar-Rahim. Du merkst, du siehst, dass die Schöpfung hat einen Anfang und Ende. Du sagst, Allah ist der Erste und Letzte. Du siehst, dass das Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala ist die Basis der Weisheit. Du sagst, Allah ist allwissend. Das bedeutet, der Verstand, er kann Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala feststellen. Aber mit Offenbarung, man stellt das im Detail fest, wie Allah subhanahu wa ta'ala ist. Al-Zahir bedeutet, Allah weiß alles. Allah weiß alles. Was sichtbar und wenn kommt der Name der Verborgene, Allah weiß alles, auch das Innere. Allah ist nicht zu sehen. Niemand sieht Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sehen Allah nicht. Aber Allah ist da und weiß und nah. Allah ist über sein Geschöpf, aber er weiß alles über sie. Ist nah an seine Geschöpfe. Das ist diese, deshalb Prophet sallallahu alaihi wa sallam kam zu ihm ein Sahabi und hat ihm gesagt, dass ich bekomme viele Einflüsterungen über Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabi konnte das nicht erzählen. Es kam viele Einflüsterungen in seine Seele. Das greift ihm an. Viele Einflüsterungen von den Shayatin über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist normal. Jeder hat also was. Sahabi sogar hat das. Kam zum Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat ihm das erzählt. Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, sage, Allahumma antal awwalu, o Allah, du bist der Erste und Letzte. الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم und du weißt über alles Bescheid. Das ist dieser Dhikr von dieser Ayah ist eine Heilung für diese Einflüsterungen. Weil der Mensch hat kommen viele Einflüsterungen über Allah subhanahu wa ta'ala. Wobei das Wissen von Mensch ist gering. Sein Verstand kann nicht alles begreifen. Er begreift nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm erlaubt, um die Offenbarung zu verstehen, um zu leben. Und er kann viele Sachen begreifen, aber er kann nicht alles begreifen. Weil das Wissen von Mensch ist nicht zu vergleichen mit Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala. Genau, der Schöpfer ist nicht zu vergleichen mit seinem Geschöpf. Weil du hast einen Anfang, du hast ein Ende. Was hast du gesehen? Nichts. Also hinter diesem Wand, du kannst nicht wissen, was hinter diesem Wand. Du kannst auch nicht wissen, als du klein warst, wie das alles ist. Du kannst auch nicht sagen, wann hast du das Leben gespürt. Wann warst du Bewusstsein über das Leben? Wann hast du das gespürt? Du weißt gar nicht, was du isst morgen. Oder nach 2 Stunden. Also der Mensch, er soll über sich selbst denken. Und er kommt zum Schluss, dass er schwach ist. Auch in sein Verständnis. Ist schwach, kann nicht alles begreifen. Was willst du begreifen über Allah subhanahu wa ta'ala? Außer was er offenbart hat, damit du ihn kennst. Aber die Fragen stellen, wie Allah sieht, wie Allah hört, wie Allah weiß, wie Allah diese Fragen. Das ist ein Bid'ah, ist das. Niemand hat, auch die Mushrikin von Quraysh, die haben Prophet Salas nicht konfrontiert mit dieser Ayat und sagt zu ihm, wie hat deine, nein. Gar nicht.
اوخ دي جيلات من فنيود ان المدينه هم زواج نيش كيف خاك دي بروفيت صلى الله عليه وسلم تسحب ديزه فراغن زين نيشت Das ist nicht die Aufgabe des Verstands. Aber der Verstand, er sagt, er glaubt daran, sagt, alles ist möglich, aber ich begreife alles, viele Sachen nicht, wie Allah ist, wie er sieht, wie er weiß, wie er hört. Der Verstand, der kann das nicht begreifen, vollkommen begreifen, wie das ist, weil Allah hat uns nicht darüber berichtet. Deshalb im Islam, der Verstand, er glaubt an Sachen, die möglich sind. Alles ist Logik, möglich. Aber Islam verlangt nicht von dir zu glauben, dass drei gleich eins sind. Das ist Allahs Sohn, hat dich gekreuzigt. Oder diese Dreieinigkeit. Oder Geheimnisse, an Geheimnisse zu glauben. Oder lass deinen Verstand raus. Der Verstand ist immer anwesend, hat eine Stelle im Islam, aber begrenzt. Deshalb, wenn du liest diese Ayat, Allah ist der Erste und der Letzte. Es bedeutet, dass die Namen von Allah subhanahu wa ta'ala haben eine Verbindung. Der Erste, der Schöpfer. Das bedeutet, der Erste ist der Schöpfer. Er hat alles erschaffen. Das Wissen, der Allwissende. Hat alles vorher gewusst. Allah subhanahu wa ta'ala war nicht da. Der Allweise. Und der Letzte. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala in ihrem Akhir, alle werden sterben. Dann Allah sagt, für wen ist Al-Mulk, das Königsreich, für wen? Niemand wird antworten. Allah subhanahu ist der wahre Besitzer. Deshalb in Surat al-Fatiha, deshalb Maliki Yawmiddin, der Besitzer und der König von Yawm, der Abrechnung. Weil in diesem Tag, die Leute, die besitzen nichts. Jetzt der Mensch besitzt, obwohl sein Besitz ist nicht wahr. Aber im Yawm al-Akhir besitzt gar nicht. Hat nichts. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala ist der wahre König. Über die Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala nachzudenken, das ist eine große Aufgabe. Das ist eine große, schöne Aufgabe, über Allah subhanahu wa ta'ala nachzudenken. Deshalb ich sage das immer nochmal, wenn man Koran liest, du sollst immer aufmerksam sein. Über seinen Namen und Eigenschaften. Wie Allah, alles, was wir gelernt haben, diese Verbundenheit zwischen zwei Namen. Und auch, wenn Allah subhanahu wa ta'ala redet über sein Wissen, in welchem Kontext redet er über das Wissen? In welchem Kontext redet er über die Weisheit? In welchem Kontext redet er über Rahma? Man muss immer nachdenken über diesen Namen. Und im Gebet, in der Adhkar, das alles praktizieren. Du dienst Allah mit diesem Namen. Du dienst Allah subhanahu mit diesem Namen. Im Dua auch. Du wählst einen passenden Namen für deine Angelegenheit. Wenn du was brauchst, dann benutze Karim, Al-Wahhab, Al-Barr, Al-Razzaq. Und Al-Rahim, Al-Rahman, all diese Namen. Wenn du Angst hast, dann benutze die anderen Namen von Macht, Jabbar, Al-Qawi. Wenn du wissen willst, benutze auch Al-Karim, Al-Alim, Al-Alim, Al-Hakim. Und schau mal die Propheten, wenn sie Dua benutzen, was für Namen sie benutzen. Immer die passen. Diese Namen passen zu ihrer Angelegenheit. Und das ist Al-Fiqh von Dua. Und danach, man sagt seine Angelegenheit und macht, und dann macht As-Salawat ala Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad. Das ist Ad-Dua, Adab Ad-Dua. Oder du lobst Allah ohne was zu verlangen. Er weiß, was du willst.
الدعاء فون الحمد فون الثناء فون لوب طلوبس إين طلوبس إين في زينة فولكومنهايت زين نام زين أجنشافت زين شونهايت زين ويسن زين زينة ويزهايت Das ist der erste und letzte. Deshalb diese Sachen müssen praktiziert im Gebet, in der Dua, im Rezitieren von Koran, in der Adhkar, in vielen Angelegenheiten, im Leben, auch im Verständnis, Vertrauen. Das ist die Basis von Vertrauen. Du vertraust Allah, weil du ihn kennst. Allah ist Al-Hayy, Al-Qayyum. Sein Leben ist vollkommen. Er schläft nicht. Ihm greift kein Schlummer, kein Schlaf. Also du vertraust auf ihn, weil er besitzt die Vollkommenheit. Und du sollst ihn lieben, weil die Schönheit macht die Liebe. Weil er ist schön, Allah ist schön und alle seine Namen sind schön. Du liebst ihn. Und je mehr diese Bedeutungen in deinem Herz stark sind, desto dein Ibadah wird stark. Al-Ibadah wird stark durch diese Bedeutungen, was du in deinem Herz verinnerlichst. Das Wissen über Allah, aber das braucht Arbeit. Immer, wenn du Koran rezitierst, langsam. Wenn du betest, langsam. Wenn du sitzt, denk nach darüber. Al-Ibadah von Tafakkur, vom Nachdenken, das ist von dem schönsten Ibadat. Das stärkt dein Gebet, stärkt dein Adhkar, weil du denkst über Allah subhanahu wa ta'ala, über seine Schöpfung, über seinen Namen, seine Eigenschaften, über seine Taten, über dich selbst, über Al-Qadr. Und das ist die Verbindung zwischen das Innere und das Äußere. Weil wer gibt Kraft zu deinem Gebet? Dein Herz. Weil diese Bedeutungen gehen zum Herz. Das Herz sammelt das. Das ist wie man Geld sammelt. Genau, du sammelst das. Und wenn du das sammelst, pflegst das, kümmerst dich darum, dein Herz wird stark. Und wenn du im Gebet bist, er gibt dir die Stärke und Verstehen. Du verstehst, was du sagst und du spürst die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist... Warum das Wissen der Namen-Eigenschaften ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, weil du dienst Allah. Aber die Frage, wer ist Allah? Das ist das Thema. Wer ist Allah subhanahu wa ta'ala? Okay, das ist unsere Halaqa für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gebete und unsere Fasten verschönern und annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Wissen mehren und unser Iman stärken. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.